Der Tonoref 3, das ist ein Autorefraktokeratotonometer. Ein komplizierter Name. Wir haben ein Gerät, was eigentlich mehrere Geräte vereint. Das heißt, mit diesem Gerät können wir automatisierte Brillenwerte messen. Wir können auch die Krümmung direkt an der Hornhaut vermessen, wie die Hornhaut gekrümmt ist, wie die Hornhaut verkrümmt ist, aber nur die Werte, die richtig von der Hornhaut kommen. Und mit diesem Gerät können wir auch noch den Augendruck messen. Was ich noch vergessen habe, weil es so ein kompliziertes Gerät ist, dieses Gerät kann auch die Hornhautdicke messen, die sogenannte Pathymetrie. Das heißt, wie Sie sehen, ein Gerät und so viele Funktionen. Und das ist bei uns das Basisgerät für alle Untersuchungen, für alle Patienten.